Auf diese neuen Games habe ich 2022 so richtig Bock. Oder auch nicht. Moin, moin, moin. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen im Jahre 2022. Frohes Neues. Und wie auch schon die Jahre zuvor, starten wir die Raketeninsel-Videosaison mit einem Blick voraus. Wir schauen uns alle neuen Spiele des Jahres an und mit alle meine ich die knapp 50 Spiele, die mir hier für diese Liste eingefallen sind. Es werden sicherlich noch viel, viel mehr erscheinen und ich habe sicherlich auch viele, viele vergessen und garantieren, dass dieses Jahr überhaupt erscheinen kann ich natürlich auch nicht. Aber darum geht es auch nicht. Ich will euch einfach einen persönlichen Videospiel-Leitfaden fürs Jahr geben. Was erscheint wann? Welches Spiel sollte man auf jeden Fall im Auge behalten? Und was lässt mich bisher total kalt? Na, ihr werdet schon sehen. Also, los geht's. Wir starten am 20.01. mit Rainbow Six Extraction. Ein neuer Eintrag in Ubisofts alteingesessener Taktik-Shooter-Serie. Und ja, da muss ich sagen, da habe ich ehrlich gesagt nicht so viel Interesse dran. Nicht aufgrund des Gameplays, das sieht schon interessant aus und es wird auch sicherlich kompetent umgesetzt und Spaß machen, aber das wird sicherlich ein Service-Game werden, wofür ich einfach nicht die Zeit und Muße habe, um mich da einzuarbeiten. Deswegen lasse ich von vornherein gleich meine Finger weg und ich mag mich sicherlich auch täuschen, aber ich habe da überhaupt keine Aktien drin, mich interessiert es irgendwie nicht und deswegen lasse ich es links liegen. Eine Woche später, knapp am 28.01. sieht das dann genau gleich aus. Denn erscheint nämlich Pokémon Legenden Arceus, der neue, riesige, tolle Pokémon-Teil in einer offenen Welt und alle freuen sich schon und alle meckern, wie schlecht es doch aussieht. Aber alle werden es trotzdem kaufen. Außer ich, denn ich habe noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt. Das ist einfach komplett an mir vorbeigegangen. Ich war damals einfach zu cool, um auf dem Gameboy noch Pokémon zu spielen. Deswegen habe ich nie irgendwie eine Konnektion, eine Verbindung mit dieser Serie geschlossen. Und ich habe da einfach kein Interesse dran. Ist bestimmt ein tolles Spiel. Ich bin da aber kein Fachmann, kann da nichts zu sagen. Spielt es, freut euch dran. Ich werde andere Sachen spielen. Am 28.01. übrigens, das ist jetzt nichts Großes, aber erscheint auch die Uncharted Legacy of Thieves Collection für die PS5. Das sind die Next-Gen-Umsetzungen von Uncharted 4 und Uncharted Lost Legacy. Die habe ich beide schon durchgespielt, sind fantastische Spiele, kommen jetzt nochmal auf Disc für die PlayStation 5 und später auch für den PC. Und wenn ihr diese Spiele noch nicht gespielt habt, dann macht es. Die sind nämlich großartig, aber das sind jetzt keine wirklich neuen Spiele. Das erste große neue Spiel des Jahres, was mich auch interessiert, erscheint am 4.2. und das ist Dying Light 2. Da haben mich die Trailer doch echt heiß gemacht auf dieses Zombie-Apokalypse-Parkour-Survival-Action-Spiel. Die Story sah relativ interessant aus. Das Spielprinzip spricht mich an. Es ist so ein bisschen Dead Island-mäßig, also Zombie-Gekloppe, aber mit viel Assassin's Creed-Parkour-Elementen. Ich muss aber auch sagen, der erste, den habe ich nicht gespielt. Der ist bei uns auch indiziert. Ich darf den aber jetzt trotzdem nennen, ne? Egal! Oder ist der noch? Ich glaube, der ist gar nicht mehr indiziert, ne? Dying Light 2 spricht mich aber irgendwie total an. Ich mag die Welt, die sie da aufgebaut haben. Ich finde das ganze Prinzip dieses Gameplay-Loops irgendwie interessant, dass es in der Nacht irgendwie düstere bzw. schwerere Zombies erwachen als am Tag, wo man dann doch recht lockerflockig durch die Welt rangieren kann. Und ich bin gespannt, was mir hier storytechnisch geboten wird. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe es vorbestellt und das ist nämlich auch so eine Sache für sich. Denn so wie es aussieht, wird das Spiel physisch nicht bei uns erscheinen und digital nur geschnitten. Was ist denn da schon wieder los? Was hat denn die USK da veranstaltet? Beziehungsweise hat Techland, der Entwickler, so viel Angst, dass sie das präventiv gemacht haben? Ich weiß es nicht. Denkt aber dran, ihr müsst, wenn ihr das Spiel ungeschnitten haben wollt, eine Version importieren. Ich weiß nicht, wie es ist mit Konsole, Marktplatz umstellen und digital kaufen geht vielleicht auch, aber wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dann importiert die österreichische Version oder die UK-Version. Die werden sicherlich auch deutsche Texte haben. Ich bin gespannt. Ich
freue mich auf jeden Fall auf Dying Light 2 am 4.2. Ein paar Tage später, am 8.2., geht es weiter mit einem PlayStation-Exclusive. Und vorweg gleich, wenn ich sage PlayStation oder Xbox-Exclusive, dann gilt das natürlich immer konsolenexklusiv. PC wird auf kurz oder lange Sicht wahrscheinlich immer jedes Spiel erscheinen. Von daher, ne, ich bin halt nur kein PC-Gamer. Nimmt es mir aber nicht übel, meine Master Race-Leutchen. Auf jeden Fall erscheint Sifu für PC und exklusiv PlayStation-Konsolen. Und das Spiel finde ich irgendwie interessant. Es hat natürlich einen sehr gewöhnungsbedürftigen Artstyle, der mir sehr gefällt, aber manche wahrscheinlich auch sehr schnell als Comic-Grafik abtun werden. Aber hier geht es auch nicht um die grafische Präsentation, sondern um das Gameplay. Und das ist so ein richtig schönes Prügelspiel, so ein richtig schönes asiatisches Kung-Fu-Prügelspiel mit einer sehr witzigen Prämisse. Denn ihr müsst lernen, dieses Spiel zu meistern, indem ihr euer Wissen und eure Skills erweitert durch Spielen. Ja, es hört sich sehr blöd an. Ich kann es schwer beschreiben. Auf jeden Fall ist es so eine Art Loop-Spiel. Ihr könnt hier nämlich relativ schnell sterben. Und wenn ihr stirbt, dann werdet ihr älter. Und das verändert nicht nur euren Charakter äußerlich, sondern es macht euch auch stärker, wenngleich auch anfälliger ist. Das Spiel versucht euch also dahin zu bringen, besser zu werden in diesem Spiel. Denn ihr dürft einfach nicht mehr getroffen werden. Ihr müsst lernen, mit diesen Gegnergruppen umzugehen, Skills richtig einzusetzen, die Umgebung zu nutzen und halt Combo-Moves ausführen zu können. Und ich finde das ziemlich interessant. Das sieht teilweise sehr slick und cool aus, so ein bisschen John Wick-Style. Finde ich super interessant. Ist natürlich nur ein kleines Indie-Spiel. Ich weiß nicht, ob es eine physische Version gibt. Ich glaube ja, ne? Da habe ich auf jeden Fall Interesse. Sifu, ein kleines Action-Prügelspiel für PlayStation. Ja, geil, am 8.2. Dann geht es aber am 18.2. weiter mit einem richtig fetten PlayStation-Exclusive. Und diesmal ist es ein reiner Exclusive. Das kommt nur für PS4 und PS5 und dann in 3 Jahren für PC. Horizon Forbidden West, das Sequel zum, ja, Blockbuster-Spiel aus dem Jahre 2017. Ich fand das damals nicht so krass gut wie alle, weil ich damals in so einem richtigen Open-World-Loch war. Mir ging das so auf den Sack, diese ganze Open-World-Struktur. Aber das Spiel hat mir, wenn ich nochmal drüber nachdenke, schon sehr viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen das Kämpfen war richtig cool. Aloy als Charakter ist super, super interessant. Tolle Story, fantastische Musik und diese Grundidee der Spielwelt mit diesen mechanischen Dinosaurierwesen, die dann irgendwie die Welt, ja, popularisieren, gibt es dieses Wort? das ist super. Ne? Mir hat nur die Spielstruktur damals nicht so viel Spaß gemacht. Einfach lieblose Quests und immer, ne, das, wenn man das Ganze ein bisschen ausarbeitet und interessanter macht, dann sehe ich hier nochmal richtig krasses Hitpotenzial. Ich bin aber auf jeden Fall Day One dabei. Steelbook ist vorbestellt. Es ist ja immer noch, also auch der erste Teil war immer noch ein großartiges Spiel. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich gehe ganz unbefangen jetzt an Teil 2. Ich freue mich mega drauf. Es sieht hammergeil aus. Es sieht richtig gut aus. Ich frage mich, wie die PlayStation 4 das wuppen will. Die wird wahrscheinlich wieder im Flugzeugmodus laufen. Bin ich froh, dass ich eine PS5 habe und das Ganze ruhig und ohne extra Sounddesign genießen darf. Aber hey, der Februar ist natürlich noch nicht zu Ende. Denn nur eine Woche später kommt das, ja, wahrscheinlich für viele meist erwartete Spiel des Jahres, Elden Ring. Das neue Spiel von From Software. Das meiste je gewishlistete Spiel auf Steam jemals. Und habe ich auch schon das Steelbook vorbestellt. Ich freue mich mega. Geschichte diesmal mitgeschrieben von George R. R. Martin, dem Game of Thrones Schreiber, beziehungsweise dem Schreiber von das Lied von Eis und Feuer. Und ja, das wird, glaube ich, das wird einfach ein großartiges Fest. Ich habe mir dazu noch nichts angeguckt, außer die Trailer. Ich kann da jetzt nichts groß zu sagen. Ich will da auch einfach nichts zu wissen. Ich will es einfach spielen. Ich brauche da auch einfach nichts zu wissen. Es ist ein Spiel von From Software, was wahrscheinlich auf den Dark Souls-Spielprinzip aufbauen wird. Das Ganze in eine Open World verfrachtet. Es wird wahrscheinlich der Hammer und einer der frühen Kandidaten für die Spiele des Jahres.
Dementsprechend tut es mir auch ein wenig leid, dass am 1.3., knapp eine Woche später, Alex 2 erscheint. Das neue Spiel von Piranha Bytes, der zweite Teil dieser Sci-Fi-Rollenspiel-Saga. Ich muss sagen, ich habe den ersten nicht gespielt, ich liebe aber eigentlich die alten Piranha Bytes-Spiele, ob Gothic oder Rhythm. Aber ich sehe jetzt Alex, ich sehe da jetzt in meiner Welt wenig Zeit für, dass ich da jetzt zukomme, den zweiten Teil zu spielen, weil ich halt nicht den Hype vom ersten her habe. Ne? Der hat ja ein paar Fans, aber auch nur in Deutschland. International sind diese Spiele natürlich immer, werden die eigentlich ignoriert, weil die halt technisch nicht so beeindruckend sind. Ne? Auch hier Alex 2 sieht wirklich nicht gut aus, nicht beeindruckend, muss es natürlich auch nicht. Hauptsache es macht Spaß. Aber auch das Kampfsystem wirkt sehr hakelig und altbacken. Und dann kommst du halt noch zwischen Elden Ring und dem, was dann noch Ende März erscheint. Und ich sehe da wirklich wenig Chancen, dass Alex 2 viele Spieler erreichen wird, was natürlich sehr schade sein wird. Ich sehe mich da auch nicht sofort drin. Ich werde da nicht die Zeit für haben. Horizon 2 und Elden Ring kommen innerhalb von einer Woche, da sind die nächsten Wochen erstmal leider besetzt. Es tut mir leid, ne? Und dann erscheint schon am 3.3. Babylon's Fall. Und das dachte ich ja zuerst auch, wow, das neue Action-Rollenspiel von Babylon's Fall, als das vor 3 Jahren auf der E3 angekündigt wurde. Boom, da bin ich aber sowas von Day One dabei, bis es dann letztes Jahr auf der E3 ein bisschen genauer gezeigt wurde und das hat mich denn doch sehr ernüchtert, denn das Ganze ist ein Looter-Spiel, ähnlich wie Destiny, nur halt, dass man in so einem Turm nach oben schnetzelt, also man kämpft die ganze Zeit, nur es hat wohl wenig Story und klar, Babylon, also Platinum Games kann tolle Kampfsysteme kreieren, die machen super Spaß. Aber hier gilt das Gleiche wie bei Rainbow Six Extraction. Mir fehlt da die Zeit und die Muße. Und nur des Lootes und des Gameplay wegen dann Stunden hier rein zu buttern. Sorry, da bin ich einfach, bin ich wieder raus aus dem Alter. Das habe ich alles, das mache ich seit 20 Jahren. Und irgendwie braucht es dann noch ein bisschen mehr. Irgendwie so einen kleinen anderen USP, ein Unique Selling Point, der mich da dazu bringt, da viel Zeit zu investieren. Und jetzt das nur irgendwie um die Story-Kampagne, die es wohl auch geben wird, um das durchzuspielen. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Ne? Ich lasse es erstmal auch weg. Es sei denn, es passiert etwas, was mich total überrascht und die Reviews sagen, boah, best game ever, dann werde ich dem eine Chance geben. Zurzeit sehe ich mich da aber nicht. Und das Gleiche gilt einen Tag später für Gran Turismo 7. Auch der nächste PlayStation-Exclusive-Blockbuster. Ich glaube übrigens auch, Babylon's Fall ist auch PlayStation-Exclusive. Und ja, Konsolen-exklusiv, ne? PC kommt es natürlich. Im Gegensatz zu Gran Turismo, das kommt erstmal nicht für den PC. Das kommt nur für PlayStation 4 und PS5. Und es ist eine Racing-Simulation. Die wahrscheinlich legendärste Racing-Simulation aller Zeiten. Kehrt zurück mit unendlich viel Content und sieht unglaublich gut aus. Und wird sich bestimmt richtig geil spielen mit einem DualSense-Controller. Ich bin aber kein Racing-Fan. Dementsprechend, ich habe es letztes Jahr mit Forza nochmal versucht. Und wenn Forza mir schon keinen Spaß macht, was ja noch irgendwie so ein bisschen arcadiger ist und vielleicht noch ein bisschen mehr den Mainstream anspricht, dann wird mir wahrscheinlich dieses simulationslastige Gameplay von Gran Turismo noch viel weniger zusprechen. Deswegen, sorry, ja, ich bin natürlich im Herzen ein kleiner PlayStation-Fanboy, aber das ist einfach nichts für mich, sorry. Aber ey, da werden sicherlich viele Leute dran Spaß haben. Und es ist auch eine große Marke für PlayStation, aber es ist nicht für mich, sorry. Anders sieht es da aus, was Nintendo auf der Switch an diesem Tag veröffentlicht, und zwar Triangle Strategy, das neue Spiel von den Octopath Traveler Machern. Diesmal ist das Ganze ein Strategierollenspiel im Stile von, keine Ahnung, Final Fantasy Tactics, ne? Das Ganze wieder mit dieser tollen Optik, die auch Octopath Traveler schon so besonders gemacht hat, wo ich echt jetzt schon sage, boah, das sieht aber geil aus und boah, da habe ich auf jeden Fall Bock. Aber ich habe Octopath Traveler nicht ganz durchgespielt. Wir haben hier einen sehr, sehr dicht bewachsenen Gaming-Frühling mit Elden Ring, Horizon Forbidden West, Sifu, Dying Light und dann halt noch Alex und viele wahrscheinlich auch noch Gran Turismo. Ich sehe mich da dann auch irgendwie nicht in Triangle Strategy. Da wird mir, glaube ich, die Zeit für fehlen. Schade, denn
ein Spiel, was ich fest eingeplant habe, ist am 18.03. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Ein Crossover aus Final Fantasy und Nioh sozusagen. Also nein, sorry, das war falsch. Also es ist der Entwickler von Nioh, nämlich Team Ninja, geht Final Fantasy 1 an. Ja, das Spiel ist eine Neuinterpretation des ersten Final Fantasy, so wie ich das mitbekommen habe. Nur halt nicht mehr als JRPG, sondern als ja, Dark Souls-Klon. Die Demo war okay, hat mir einigermaßen Spaß gemacht. Hat auf jeden Fall noch ein bisschen Politurbedarf. Es sind aber jetzt auch fast schon irgendwie 9 Monate vergangen. Ich gehe davon aus, also, dass es gut spielbar sein wird. Die Nioh-Spiele genießen einen sehr guten Ruf. Dementsprechend freue ich mich da total drauf. Ich habe mir das schöne Steelbook vorbestellt. Ich liebe Final Fantasy. Und jetzt Final Fantasy 1 auf diesem Weg nochmal neu zu erleben, finde ich super interessant. Ich mag das, wenn Videospiele so ein bisschen outside the box, wie man neudeutsch sagt, denken. Und ja, habe ich vorbestellt, werde ich hoffentlich am Day One spielen, wenn ich bis dahin Elden Ring und Forbidden West durchgespielt habe. Ansonsten stellen wir das eine Woche zurück. Apropos eine Woche zurück, denn da erscheint Tiny Tina Wonderland. Ein Borderlands-Spin-Off für alle aktuellen Konsolen. Und ja, da bin ich bisher auch nicht so gehypt gewesen. Zumindest bis ich jetzt den Trailer auf den Video Game Awards gesehen habe. Da dachte ich mir dann, okay, vielleicht doch gar nicht so verkehrt. Denn diese Tabletop-Komponente, dass also Tiny Tina quasi ein Tabletop-Spiel spielt mit euch und ihr dann quasi die Kämpfe in einem ja, Borderlands-mäßigen Kampfsystem ausfechtet mit vielen, vielen Waffen und Geballer und halt auch noch passend zu diesem Mittelalter-Setting mit Schlagwaffen. Das finde ich schon interessant, muss ich sagen. Und das Looten in Borderlands ist ja auch cool, aber es ist halt auch wieder ein Looter-Spiel, was sehr viel Zeit veranschlagt. Borderlands 3 konnte mich auch nicht lange bei der Stange halten. Ich weiß nicht, Tiny Tina, ob wir Freunde werden. Ich würde mich darauf einlassen. Wenn schon am meisten von diesen ganzen Service-Spielen, dann Tiny Tina. Mal schauen. Okay, dann wird es übrigens noch ein bisschen ungenauer bezüglich Release-Dates. Wir haben nämlich noch im März jetzt einfach so 2 Ankündigungen, die haben keinen festen Termin. Einmal kommt, und das ist extrem wichtig, GTA 5 für aktuelle Next-Gen-Konsolen, der PS5 und Xbox Series X. Ja, also was soll ich sagen? Das ist immer noch eins der meistverkauften Spiele. Es spielen Millionen von Leute. Jetzt könnt ihr es auch nativ auf der PS5 und der Xbox Series machen. Viel Spaß. Ich hätte durchaus mal wieder Bock, die Singleplayer-Kampagne von GTA 5 zu zocken. Ja, ich weiß nicht. Aber noch viel mehr Bock hätte ich eigentlich auf GTA 6. Mal schauen, ob das jetzt nicht vielleicht doch eher ein Mobile-Game wird, denn Rockstar hat ja, beziehungsweise Take-Two hat gestern Zynga Games gekauft. Wisst ihr noch, den Farmville-Macher? Für 12 Milliarden Euro. Anderthalb mal so viel, wie Microsoft für Bethesda ausgegeben hat. Also doch schon eine krasse Investition ins Mobile-Business. GTA Mobile wird kommen. Confirmed. Naja. Ich wollte es euch nur wissen lassen. Es kommt auch noch Marvel Midnight Suns, ein XCOM-Klon im Marvel-Universum mit vielen unterschiedlichen Helden. Ja, die Idee ist grundsätzlich nicht verkehrt, weil die Charaktere natürlich alle sehr unterschiedlich sind und unterschiedliche Skillsets bieten. Das XCOM-Spielprinzip, also dieses taktische Spielprinzip, das macht Spaß, aber die Trailer sahen jetzt nicht so spannend aus, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich eher nichts für mich. Dann noch fürs Frühjahr angekündigt ist Advance Wars 1 und 2 Reboot Camp, ne, also eine Neuauflage der beiden ersten Advance Wars Spiele. Das sind halt auch Taktikspiele von Nintendo. Ja, da sehe ich mich zumindest, mir die für die Sammlung zu kaufen. Nicht Day One, aber irgendwann später, weil das schon irgendwie videospielhistorisch cool ist. Ich habe auch einen damals für den DS gespielt. Ich weiß nicht, ob der jetzt damit inkludiert ist. Ich glaube, es geht eher um die GBA-Titel, ne? Bin ich jetzt nicht so informiert, muss ich zugeben. Finde ich aber grundsätzlich cool, die jetzt nochmal einer neuen Generation zugänglich zu machen, obwohl mir der Artstil nicht ganz zuspricht. Aber finde ich ganz nett. Und
Dann kommt noch auch fürs Frühjahr, ich gehe dann wahrscheinlich eher so Richtung Ostern oder Mai oder so davon aus, kommt Kirby and the Forgotten Land. Noch ein Spiel von Nintendo, ein Kirby Open World Spiel. Der Trailer, den fand ich ganz sympathisch. Ne? Kirby ist eine witzige Figur. Ich mochte das letzte Spiel nicht so ganz gerne von ihm. Das war mir zu leicht und zu anspruchslos. Aber ein Open-World-Kirby-Spiel mit unterschiedlichen Fähigkeiten in so einer verlassenen, apokalyptischen, möchte ich fast sagen, Welt, das finde ich interessant. Also wenn Nintendo da was halbwegs Kompetentes abliefert, ja, so im Spätfrühjahr hab ich da Zeit für. Finde ich gut. Ja, gib mir noch mal ein bisschen Gameplay, dann bin ich wahrscheinlich sold. Genauso übrigens, und das auch erst seit Neuem fürs Frühjahr angekündigt, ist Stray, dieses Katzenabenteuer. Ihr spielt eine kleine Katze in einer sehr futuristischen Welt und meistert da, naja, Katzenprobleme im entferntesten Sinne. Das heißt, ihr müsst nicht nur so ein bisschen Plattforming machen, sondern bekommt auch irgendwie so nachher so eine Hightech-Sachen und bekämpft Ratten und springt und hüpft durch die Welt und löst Rätsel und so. Und zuerst, als das Spiel vor 2 Jahren oder so angekündigt wurde, dachte ich so, boah, ja, nee, ist nicht so meins. Aber nachdem ich jetzt den Gameplay-Trailer mir nochmal reingezogen habe und gemerkt habe, wie gut das Spiel aussieht und wie interessant dieser Gameplay-Loop aussieht, doch, finde ich interessant. Also, wie gesagt, wenn Videospiele sich so ein bisschen was trauen, mal was anderes machen und so Sachen mal ein bisschen anders angehen, finde ich super interessant, weil dafür ist dieses Medium halt geschaffen. Also Stray, habe ich auf dem Schirm. Also das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja. So, dann der nächste Blockbuster, möchte ich mal sagen, erscheint am 28.04. exklusiv für Xbox und PC und wahrscheinlich Ende des Jahres auch für PlayStation 5. Das ist wohl nur ein Zeit-Exclusive. Es ist aber Stalker 2. Nach vielen, vielen Jahren erscheint endlich ein neuer Teil dieser alteingesessenen PC First-Person-Shooter-Survival-Serie. Ich habe den ersten, habe ich den gespielt? Ich glaube, nur wenn ganz kurz, aber nie wirklich. Ich gehe aber davon aus, dass es sich ähnlich spielt wie Metro, wie die Metro-Spiele. Und da hat mich ja Metro Exodus in letzter Zeit mega beeindruckt und wenn das auch nur halbwegs in diese Richtung geht, ich liebe es, in diese verlassenen apokalyptischen Welten umherzuwandern, Sachen einzusammeln, dort zu überleben, mit diesen Mutanten zu kämpfen. Das Spiel sieht unglaublich gut aus und ja, wenn das Gameplay dann auch noch irgendwie passt, also das Waffen-Gameplay, das Gunplay, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Stalker 2. Gut. Dann habe ich mir noch hier aufgeschrieben, am 19.05. ein kleines Adventure, da kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, aber es erscheint Vampire the Masquerade Swansong. Also ein Spiel im Stile von modernen Point-and-Click-Adventures à la Telltale im Vampire the Masquerade-Universum. Ihr habt irgendwie 3 unterschiedliche Charaktere, die mit unterschiedlichen Vampirrassen dieses Universums ihre Probleme auf unterschiedliche Weise lösen. Das finde ich eigentlich ganz cool und interessant. Klingt so ein bisschen nach Detroit Become Human, halt nur mit Vampiren. Sah ganz cool aus. Ich kann da wenig zu sagen. Ich habe den Trailer nur irgendwie gesehen und dachte, ja, nett, werde ich hier mal erwähnen. Ne? Haben vielleicht nicht viele auf dem Schirm. Vampire the Masquerade Swansong und da Bloodlines 2 bis auf unbestimmte Zeit verschoben wurde und der Entwickler gewechselt ist, weiß man nicht, was da noch passiert. Also, wenn ihr euren Vampire the Masquerade Fix wollt, dann vielleicht dieses Adventure, ne? Was am 19.05. erscheint. Eine Woche später, am 24.05. haben wir den nächsten großen PlayStation-Exclusive in diesem Halbjahr und zwar Forspoken, das neue Spiel von Square Enix. Das ist ein Open-World-Spiel, wo ihr als weibliche Heldin in eine Magierwelt gesaugt wird und dort deren Probleme lösen soll. Klingt ein bisschen nach, keine Ahnung, Brave Fencer Musashi. Aber hey, das war auch ein geiles Spiel und das Spiel sieht auch sehr interessant aus. Die Welt sieht auf jeden Fall spaßig zum Bereisen aus. Es sieht kämpferisch ein bisschen aus nach Infamous, ne, so mit viel mit Zaubern und Ballern und so. Die Story klang halbwegs interessant. Wenn das Gameplay dann auch hoffentlich das bietet, was es, nachdem es aussieht, ne, dann seh ich dem sehr positiv entgegen. Doch, passt so vom Zeitlichen her im Mai, ne, das sollte ein Zeitfenster für das Spiel da sein. Und ich hab schon Bock drauf, doch. Das sieht auch ziemlich geil aus und ja, doch. Forspoken, 24.05. bin ich dabei.
Dann meine Überraschung des Jahres, meine Überraschung von den Game Awards. Ein Spiel, was bisher total unter dem Radar für mich gelaufen ist. Ihr habt mich aber darauf hingewiesen, dass es da schon länger Trailer für gibt, und zwar für Steel Rising, das neue Spiel von Spiders, den Greedfall-Machern. Das soll im Juni kommen. Das ist ein Action-Rollenspiel, das in Paris der Französischen Revolution spielt und das Ganze in so einer abgewandelten Steampunk-viktorianischen, mechanischen, keine Ahnung, Fassung dieser Welt. Es sieht hochgradig interessant aus, es sieht super spaßig aus und hier gilt wieder, ich mag es, wenn Videospiele so ein bisschen outside the box denken, sich irgendwas einfallen lassen, was halt nicht normal ist, was man halt sonst nicht erleben kann. Und das finde ich halt mega cool. Ich kann da wenig zu sagen, ihr seht das Gameplay, es sieht echt cool aus. Ich habe Greedfall zwar nicht gespielt, aber ich mag die anderen Spiele von Spiders. Mars Warlocks habe ich zum Beispiel gespielt, das fand ich super. Und Of Orcs and Men, also das sind jetzt nicht die größten Entwickler, aber durchaus kompetent in ihrem Genre. Dementsprechend, Steel Rising habe ich echt Bock und im Juni haben wir sonst nichts auf dem Plan. Also, yes! Das Einzige, was ich jetzt übrigens noch habe fürs zweite Quartal, was halt von Ostern bis Sommer alles sein kann, sind noch zwei Games. Zum einen Splatoon 3. Ja, das ist halt dieser Shooter von Nintendo, wo man die Map mit Tinte vollkleistern soll. Und wer die mehr Tinte auf der Map verteilt hat, gewinnt. Ich habe den ersten Teil relativ lange auf der Wii U gespielt, einige Stunden reingebuttert, hat mir echt Spaß gemacht, aber bei Teil 2 war ich schon nicht mehr dabei. Ich hätte auch eigentlich ganz gern eine Singleplayer-Kampagne gehabt, damals beim ersten Teil. Die wurde ja später dann im Teil 2 eingeführt und ich denke, Teil 3 wird sowas auch haben. Wenn die Spaß macht, könnte ich mich da schon sehen, dass ich die durchspiele. Aber online, irgendwie nicht. Sehe ich mich einfach nicht. Das ist was Zeit und so. Aber hey, hat viele Fans, wird ein großer Hit für Nintendo, bin ich ganz felsenfest von überzeugt. Genauso wie Ghostwire Tokyo. Der nächste große PlayStation 5 Exclusive, genauso wie Deathloop übrigens mittlerweile von einem Microsoft Studio entwickelt, und zwar von Tango Gameworks, die Evil Within Macher. Ich liebe den ersten Teil, den zweiten habe ich noch nicht gezockt, aber das war ein super Horrorspiel. Und Ghostwire Tokyo ist jetzt wieder ein Horrorspiel, beziehungsweise ist es ein richtiges Horrorspiel, auf jeden Fall ein düsteres Actionspiel, wo ihr in einem verlassenen Tokio euch gegen Geisterwesen wehren müsst mit vielen übernatürlichen Fähigkeiten. Sieht so ein bisschen aus wie der, wie heißt der, Gianvetta aus Overwatch, dieser Priester-Charakter. Ihr schießt da die ganze Zeit irgendwelche Zauber auf die Monster und sieht sehr absurd aus. Die Geister sehen alle sehr japanisch aus. Ich finde es aber auch super interessant. Es könnte ein richtiger Überraschungshit des Jahres werden. Ist ja auch schon irgendwie ein paar Mal verschoben worden. Ich habe da mega Bock drauf. Einfach nur, weil ich Tango Gameworks als Studios mag. Und ist es das Studio von Shinji Mikami, dem alten Resident Evil-Macher? Ich glaube ja, ne? Habe ich Bock drauf. Soll noch im zweiten Quartal 2022 kommen. Genaues Datum gibt es nicht. Das einzige Datum, was wir denn noch für den Sommer haben, ist schon deutlich weiter. Und das ist am 23.08. Saints Row. Der fünfte Teil dieser alten Open-World-Serie von THQ und von Volition. Ich mag Volition als Entwicklerstudio total gerne. Ich liebe die Red Faction-Serie. Und ich mochte auch Saints Row 3 und 4 aufgrund ihres abgedrehten Settings. Ich meine, was gibt es Geileres, als an einer Rakete hinaufzuklettern, während sie abhebt und gleichzeitig von Aerosmith I Don't Wanna Miss a Thing läuft? Wie absurd witzig ist das bitte? Ich liebe die Spiele aufgrund ihrer Absurdität und ihres Humors. Hauptsächlich 3 und 4. 1 und 2 waren da noch geerdeter. Und ich habe das Gefühl, 5 orientiert sich wieder eher an 1 und 2. Das sah jetzt nicht mehr absurd und witzig aus, sondern einfach nur wie ein typisch generisches Open-World-Spiel. Und sorry, das bietet mir einfach zu wenig, als dass ich jetzt sage, wow, das will ich zocken. Da gibt es wirklich im Gameplay-Trailer oder in den Trailer nichts, wo ich sage, das spricht mich an. Weder irgendwie dieser Humor, der USP von Saints Row, ne, diese Absurdität, die fehlt da irgendwie, noch irgendwie irgendwas Besonderes. Und wenn es die Dildo-Waffe ist, ne, es sieht nach nichts Besonderem aus. Und wie soll mich das Spiel denn irgendwie abholen? Weiß ich nicht. Ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen, aber bisher sehe ich dem Ganzen sehr schwarz gegenüber. Obwohl der Termin im August gut gewählt ist, da ist halt nichts Großes offiziell bisher in der Nähe. Aber es gibt noch einige Spiele, die für
den Sommer angekündigt sind, die wir jetzt mal einigermaßen schnell durchhandeln werden, weil da gibt es halt noch nicht so viel zu sagen. Zum einen Metal Hellsinger, ein Doom-esker First-Person-Shooter mit fettem Metal-Sound und mit Original-Metal-Sängern, die das Ganze mit ihrem Gesang besingen. Finde ich super interessant, aufgrund dieser Gesangskomponente werde ich im Auge haben. Dolmen, ein Dark Souls-Klon, der mir einfach nur aufgefallen ist, weil er einfach so unfassbar nach Dark Souls aussieht von seinen Mechaniken. Das ist original ein Dark Souls-Klon im Space. Und mag sicherlich Spaß machen, aber wie frech die das geklaut haben. Sogar die Animation, es sieht alles so nach Dark Souls aus. Habe ich eigentlich gar kein Interesse dran, auch wenn es sich vielleicht gut spielen mag. Ich wollte es einfach nur erwähnen, weil das halt so krass Dark Souls-mäßig geklaut ist. Ne? Dann ein Spiel, aber worauf ich mega Bock habe. Hier gibt es auch überhaupt kein Release-Datum. Ich habe es jetzt einfach mal in den Sommer gepackt, weil ich dachte mir, das müsste vielleicht passen. Und das ist ein Xbox-Exclusive, Replaced. Das ist ein 2D-Retro-Side-Scrolling-Action-Spiel, was einfach unfassbar geil aussieht. Ich liebe diesen Artstyle. Ne, das sieht, ist vom Gameplay jetzt nichts groß Besonderes. Sieht zwar super atmosphärisch aus und hört sich auch richtig atmosphärisch an, aber ihr ballert so Side-Scrolling-mäßig nur ne, euch da durch die Gegner. Ich weiß auch gar nicht, ob es schnell ist oder methodisch. Ist auch egal, aber der Artstyle, guckt euch das bitte mal an mit diesem tiefen Wahrnehmungseffekt. Wow, mega geil. Würde ich mir natürlich eine physische Version wünschen, wird wahrscheinlich aber nur ein digitaler Game Pass und PC-Titel. Schade. Dann noch Evil West. Von den Shadow Warrior Machern ein Actionspiel im Wild West Setting. Ähnlich vielleicht wie Dark Watch, falls ihr das noch kennt. So ein bisschen düster mit viel, viel Blut und ja, Western-Monster. Sieht ganz kurios aus. Wurde auch nochmal auf den Video Game Awards vorgestellt. Habe ich vergessen zu erwähnen, deswegen habe ich das hier nochmal reingepackt. Und das neue Spiel vom Playdead-Gründer, ich habe ihn vergessen, den Namen, das ist ein Däne, der ist mittlerweile nicht mehr bei Playdead, aber Playdead hat damals mit Inside und Limbo zwei der besten atmosphärischen 2D-Spiele aller Zeiten abgeliefert. Und der Co-Gründer hat ein neues Studio ausgestampft und er hat jetzt sein Erstlingswerk, kommt jetzt im Sommer, glaube ich, für auch Xbox und PC, Somerville. Das sieht auch wieder unglaublich cool aus. Es hat diesmal so eine Alien-Fluchtkomponente, die, keine Ahnung, ihr müsst irgendwie von Aliens flüchten. Ihr seht das Gameplay, ich kann da wenig zu sagen, mehr gab es da auch irgendwie nicht zu finden. Aber die Atmosphäre dieses Spiels finde ich mega geil. Da bin ich auf jeden Fall dabei, einfach nur, weil ich weiß, wer dahinter sitzt. Ne? Also geil. Dann noch ein Spiel, und jetzt wird's oldschool. Granblue Fantasy Relink. Ein JRPG, das ich vor vielen, vielen Jahren schon mal vorgestellt habe, als ein Spiel, worauf ich mich freue. Das muss 2014 oder 2015 gewesen sein. Und jetzt, 2022, soll es endlich kommen. Eigentlich von Sue Games entwickelt, so ein Handy-Entwickler, ne? Ich glaube, Granblue Fantasy ist ein riesiges Handyspiel in Japan, aber der hat halt auch Platinum Games mitgewerkelt. Und es sieht halt echt cool aus, also richtig gut das Spiel, so ein bisschen Tales of mäßig, obwohl nicht ganz so abgefahren vom Gameplay, sondern mehr so ein bisschen ja, MMO-Style. Man sieht da ganz offensichtlich einen Tank und einen Heiler und einen Zauberer, ne, so ein bisschen geerdeter, aber durchaus interessant. Irgendwie so zwischen ja, Tales of und Dragon Quest finde ich super interessant und wenn man bedenkt, wer da dran arbeitet und was das für ein großes Franchise in Japan ist, hoffe ich, das wird ein geiles Spiel. Ich wollte es euch zumindest jetzt nochmal auf den Schirm rufen, da ich das Spiel mal vor ein paar Jahren schon mal hier erwähnt habe. Okay, und dann, das hat mich total überrascht, angeblich ist für den Sommer noch Redfall geplant. Das neue große Blockbuster-Exclusive für die Xbox-Konsolen von den Arkane Studios. Von Arkane Austin diesmal. Ich glaube, das ist nur das zweite Team. Das ist nicht Arkane Lyon, die jetzt letztes Jahr Deathloop gemacht haben. Die machen jetzt einen, ja, Vampir-Koop-Service-Game, ne, wo ihr als unterschiedliche Charaktere, Vampire niederballern könnt in einer Open World. Also, und ich weiß nicht, Koop, Multiplayer und dann auch diese Charaktere, die beißen sich für mich so ein bisschen mit diesen eigentlich sehr
düsteren Setting mit den Vampiren, die wirken halt hier so ein bisschen out of place, so typisch, hey, wir sind so Hipster. Na, Hipster ist vielleicht das falsche Wort. Also irgendwie fand ich den Artstyle nicht so ganz passend. Weiß ich nicht, also das heißt passend, aber irgendwas passt da bei mir nicht. Irgendwie fühle ich das nicht. Und auch Koop-Multiplayer, ich habe halt Angst, dass es wieder so ein Service-Spiel ist. Das interessiert mich halt auch nicht. Ja, es soll auch eine Singleplayer-Kampagne geben, aber ganz ehrlich, das Spiel wird doch nicht für Singleplayer konzipiert. Es mag zwar sein, aber ich kann auch einen Golfball schlagen mit einem Golfschläger. Trotzdem bin ich kein Golfspieler wie Bernhard Langer. Das sind halt zwei unterschiedliche Sachen, ne? Deswegen, ich bin sehr, sehr vorsichtig. Ich bin auch überrascht, dass es jetzt schon kommen soll. Ich dachte eigentlich, das wäre für 2023 angekündigt. Und es ist wohl auch nur eine sehr vage Behauptung, dass es dieses Jahr kommen soll. Aber irgendwo habe ich es gelesen. Also Redfall, vielleicht ist es was für euch, aber es lässt mich total kalt. Sowohl vom Artstyle als auch von seiner Gameplay-Prämisse. Naja, egal. Okay, dann kommen wir ins dritte Quartal. Hier wird es von den Daten her sehr, sehr vage. Das meiste ist hier auch eigentlich gar nicht fürs dritte Quartal angedacht. Ich habe es einfach nur ins dritte Quartal gepackt, weil ich davon ausgehe, dass es dann kommt, weil dann meistens die großen Blockbuster-Titel kommen. Dementsprechend sind die meisten dieser Spiele große Blockbuster, die ich in dieser Zeit sehe. Und passend dazu, es wurde letztens ein Release-Datum eines gewissen Spiels geleakt in einer PlayStation Network Datenbank. Nimmt es mit einer Prise Salz, wahrscheinlich stimmt es nicht, aber am 30.09. soll wohl God of War Ragnarok erscheinen. Es soll dieses Jahr erscheinen, ich weiß nicht wann, ich gehe auch davon aus, dass es im zweiten Halbjahr kommt. Ich finde den 30.09. durchaus realistisch, dementsprechend packe ich das jetzt mal hin. 30.09. God of War Ragnarok. Da brauchen wir, glaube ich, nichts sagen. Das ist für mich mit das meistgehypteste Spiel dieses Jahr. God of War 1 ist ein Meisterwerk. Ohne Wenn und Aber. Das ist Hammer, das Spiel. Hatte auch ein geiles Ende, wo man einfach mehr will. Dieses Universum ist da, die Charaktere sind da, die Welt ist quasi da. Es gibt jetzt die drei fehlenden letzten nördlichen Welten, die man noch bereisen kann. Das Spiel sieht in den Trailern unglaublich geil aus. Kommt natürlich exklusiv für PlayStation 5 und PlayStation 4 und in 2-3 Jahren dann für PC. ich brauche nichts zu sagen. God of War wird der Hammer. Gehe ich ganz felsenfest von aus. Ne, das wird ein bombastisches Spiel. Freue ich mich mega drauf. Halten wir dementsprechend kurz. Anders sieht es aus bei Gotham Knights. Das neue Spiel von Warner Bros. Montreal. Das glaube ich zumindest. Das sind auf jeden Fall die schon Batman Arkham Origins gemacht haben. Die machen jetzt ein neues Batman-Spiel. Ich glaube, das gehört nicht in den Arkham-Kanon, aber es baut schon so ein bisschen drauf auf, denn Achtung, ich spoiler jetzt Batman Arkham Knight. Achtung, Achtung, Batman stirbt da, ne? Und in diesem Gotham Knights ist Batman halt tot und ihr spielt dann halt Batgirl und Nightwing und Robin und übernimmt seine Aufgaben. Auch hier gibt es wieder eine Multiplayer-Komponente mit Drop-In, Drop-Out, Koop-Multiplayer. Man soll es aber auch alleine spielen können. Ich bin aber noch skeptisch, ich weiß nicht. Arkham Origins war ja, wenn man jetzt im Nachhinein betrachtet, gar nicht so schlecht. Ich habe es nicht gespielt, aber viele sagen, ey, das ist ein ziemlich gutes Arkham-Game geworden. Obwohl Rocksteady das ja immer irgendwie gar nicht als Kanon sieht. Ich weiß nicht. Mal schauen. Vielleicht findet sich Zeit dafür. Ich bin aber vorsichtig bezüglich Gotham Knights. Anders sieht es aus bei Bayonetta 3. Ich gehe mal davon aus, dass es im dritten Quartal 2022 kommen wird. Und Bayonetta 1 fand ich großartig. Bayonetta 2 habe ich gar nicht mehr gezockt. Aber es ist Platinum Games. Ich mag eigentlich Platinum Games. Und wenn sie mich dann schon mit Babylon's Fall enttäuschen sollten, dann hoffe ich doch, dass sie zumindest mit Bayonetta 3 abliefern werden. Man muss sagen, das Spiel sieht jetzt grafisch nicht so bombastisch aus. Aber da kam es ja auch nie drauf an bei den Platinum Games spielen. Ich hoffe, es wird ein fantastisch tolles, spielbares Actionfest und ich bin dabei. Bayonetta 3. Hoffentlich, nach so vielen Jahren kommt es endlich. Oh, dann habe ich hier aufgeschrieben, Herr der Ringe Gollum, das neue Stealth-Spiel von Daedalic. Das ist ja auch schon seit vielen Jahren unterwegs in der Entwicklung und ich habe es jetzt mal einfach eingeplant. Es soll 2022 kommen fürs dritte Quartal. Ich weiß nicht wann, aber ich habe es jetzt einfach mal so angesetzt. Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal was zu erzählt. Ich habe da Bock drauf. Das ist halt basiert auf den Büchern, geht so ein paar andere Wege, die man vielleicht nicht so im Film sieht. Und man begleitet halt Gollum und schleicht und puzzelt sich da durch diese Herr-der-Ringe-Welt. Sieht super interessant aus. Jetzt auch nicht das hübscheste Spiel aller Zeiten. Hat eher so einen Cartoon-Look.
Aber wenn es Spaß macht und Gollum an sich ist ja auch ein faszinierender Charakter, ich glaube, das könnte cool werden. Was haben wir noch? Mario und Rabbids Spark of Hope. Ich weiß nicht, wann es kommt. Ich habe es jetzt einfach auch mal fürs dritte Quartal eingeplant. Ich fand den ersten ganz okay. Ich habe den nicht ganz durchgespielt. Ich weiß nicht, ob ich Zeit finde für den zweiten. Ist halt auch so ein XCOM-ähnliches Taktik-Spielprinzip. Wird sicherlich seine Fans begeistern, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Crossover mit den Rabbids halt von Ubisoft, ne? Nett. Und dann haben wir noch The Callisto Protocol, ein Horrorspiel von Glenn Schofield, dem ursprünglichen Visceral Games Gründer, sprich dem Dead Space Macher. Der hat ein neues Studio mit Veteranen gegründet, Striking Distance Entertainment oder so. Und der macht ein neues Horrorspiel. Da gibt es einen kleinen Teaser-Trailer bisher, noch kein Gameplay. Der sah aber schon unglaublich gut aus. Ich glaube, das ist Unreal 5 Engine. Und das soll auch 2022 erscheinen. Und naja, wann sollen denn Horrorspiele erscheinen? Ne? Meistens im Oktober, passt es ja. Von daher, spielerisch kann ich nichts zu sagen. Ja, einfach nur, weil es Glenn Schofield ist, möchte ich es hier erwähnen. The Callisto Protocol. Wenn ihr Dead Space mögt, dann solltet ihr das im Auge behalten. So, und dann habe ich noch einen Vorschlag fürs dritte Quartal. Final Fantasy 16. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr kommt. Ich liebe Final Fantasy. Und wir bekommen im Frühjahr auf jeden Fall noch mehr Informationen. Es wurde ja letztens bekannt gegeben, dass das Spiel knapp ein Jahr in der Entwicklung hinterherhängt aufgrund der ganzen Covid-Pandemie, ne, dass man da echt Probleme hat. Aber Final Fantasy 14, das Online-Rollenspiel, das geht ja zurzeit so ab und wird so gehypt und hat so viele Spieler. Und das gleiche Entwicklerteam macht jetzt Final Fantasy 16. Und das MMO wird ja auch aufgrund seiner Story, seines Narrativs so gelobt. Und wenn man das jetzt auf ein Einzel-Singleplayer-JRPG mit Action-Kampf-System überträgt, boah, was will ich denn noch mehr? Ich hab da echt so Bock drauf. Es sieht jetzt bisher noch nicht so geil aus. Ne? Es flasht uns jetzt nicht so krass, wie Final Fantasy 13 uns damals geflasht hat. Das braucht es aber auch nicht, wenn es denn halt ein besseres Spiel ist als Final Fantasy 13 damals. Ne? Dementsprechend, ich freue mich auch eins meiner meistgehyptesten Spiele dieses Jahr, wenn es denn dieses Jahr kommt. Das ist natürlich immer noch so ein, weiß man nicht, ne? Aber boah, geil, Final Fantasy 16, bitte, bitte, bitte. Okay, und dann bevor wir ins vierte Quartal gehen, was auch alles nur so, ne, keine festen Daten sind, habe ich noch ein Datum, was natürlich in Fels gemeißelt ist, und das ist der 11.11.22 und da kommt Starfield. Die erste neue Bethesda-IP seit 25 Jahren, ein neues Space-Rollenspiel im Stile von Skyrim und Fallout, und ich denke, das wird geil. Ich hoffe, dass es nicht nur so wird wie Skyrim bzw. The Outer Worlds, also dass man quasi auf unterschiedlichen Planeten einfach nur langläuft, da sein Skyrim-Stiefel abspult im Sci-Fi-Setting und dann einfach zu einem anderen Planeten reist und man das gar nicht mitbekommt, sondern ich will hier auch Space Exploration. Bitte lasst mich selbst, ähnlich wie in No Man's Sky, von Planet zu Planeten düsen. Und am besten, da reden wir nächste Woche drüber, wie in Chorus, so ein bisschen Space Comeback. Alter, wie geil ist bitte Chorus, das Spiel? Nächste Woche, Pickup Extravaganza, da reden wir über Chorus. Hammer. Ich habe schon Bock auf Starfield. Ich hätte bis vor ein paar Wochen gedacht, niemals im Leben kommt das dieses Jahr heraus. Die Gerüchte, die man da vor einem Jahr hörte, sagte, dass die gerade erst in der Entwicklung gestartet sind 2019. Und Bethesda hat jetzt nicht den Ruf, als wären sie Entwickler, die fertige Spiele auf den Markt bringen. Also sollte man da lieber mehr Zeit einplanen als nötig. Aber spätestens nachdem Microsoft Halo so auf den Markt geschmissen hat, gehe ich felsenfest davon aus, dass das Spiel am 11.11.22 auf den Markt kommt. Ob es gut ist oder schlecht ist, das wird sich zeigen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Wir wissen aber halt absolut nichts über dieses Spiel. Nichts. Also kann ich da auch noch nicht so gehypt sein. Es ist einfach bisher nur ein Cyberpunk-Gebilde, was hier oben schwebt. Na, Leute, deswegen warten wir erstmal die E3 ab. Da wird der große Boom kommen und dann können wir den Hype-Train mit Kohle befeuern. Und aber bis dahin, ich freue mich, aber mehr auch nicht. Okay, dann haben wir noch für die Holidays, was auch immer das bedeutet, also ja, Weihnachten, ne, aber irgendwie so November, Dezember, kommt das neue Sonic-Spiel. 3D Sonic habe ich das letzte Mal, keine Ahnung, weiß ich nicht, nie gespielt. Es kommt eins, wenn ihr das mögt, dann viel Spaß damit. Es ist nicht meine Welt. Und dann sind wir quasi mit den festen Daten durch.
Jetzt haben wir nur noch das vierte Quartal und hier sind Spiele drin, die halt 2022 kommen können. Die haben kein explizites viertes Quartal Datum. Ich habe sie da jetzt einfach reingepackt, weil es dicke Blockbuster sind und ich davon ausgehe, dass wenn sie kommen sollen dieses Jahr, dann müssen sie da kommen. Wie zum Beispiel Avatar Frontiers of Pandora, der neue große Blockbuster-Titel von Ubisoft. Wenn wir dieses Jahr schon kein Assassin's Creed bekommen, dann bekommen wir halt ein Assassin's Creed im Avatar-Universum, was nicht Assassin's Creed heißt. Denn es wird wahrscheinlich eine riesige Welt haben und Ubisoft... naja, und Open World ist jetzt für mich nicht ungefähr der Match, den ich liebe, aber Avatar hat eine mega interessante Welt, das Franchise. Also das Franchise interessiert mich jetzt auch nicht so, aber so von der Optik bietet dieses Franchise einfach so viele geile Szenerien für eine Open World. Und wenn Ubisoft so ein bisschen Liebe da reinpackt und irgendwie das nicht ganz so verhunzt und irgendwie, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich glaube, es ist ein First-Person-Spiel, wenn ich das richtig gehört habe. Ne? Nichtsdestotrotz gehe ich trotzdem davon aus, dass die Struktur ähnlich wie bei Assassin's Creed sein wird. Aber ich möchte das jetzt nicht sofort als typisches, generisches Open-World-Spiel abschreiben, was ich von Ubisoft erwarte. Ich möchte dem Ganzen eine faire Chance geben. Warten wir mal ab, was die E3 bringt. Da werden wir sicherlich endlich mal Gameplay sehen. Ich bin zumindest aufgeschlossen. Mehr kann ich dazu aber noch nicht sagen. Genauso wie bei Hogwarts Legacy. Auch das soll dieses Jahr endlich erscheinen. Ich gehe davon aus, irgendwann im Oktober oder so, ne? Ein Harry Potter RPG, wo ihr als Schüler in Hogwarts startet. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Die alten Harry Potter Spiele Anfang der 2000er, die waren eigentlich ganz nett. Die hatten ähnliche Strukturen. Das war eigentlich ganz cool. Habe ich damals mit meiner damaligen Freundin oftmals gezockt. Und wenn das Ganze so einen kleinen Persona-Touch hat, das ist schon irgendwie geil, wenn man da in Klassen gehen muss und Zaubereisachen lernen muss und da seine Werte steigert und dann natürlich irgendwie in dem umliegenden Hogwarts-Gebieten Quests erledigt oder die Story weiterführt. Ich finde das cool. Also doch, da ist mein Hype-Level schon ein bisschen höher. Werde ich auf jeden Fall zocken. Hogwarts Legacy. Eine Sache, was ich immer verdreht habe, das Spiel ist von Avalanche, aber nicht von Avalanche Studios, also den Just Cause machen, sondern von Avalanche Software. Das sind die Disney Infinity Macher. Deswegen, ich dachte immer, da wäre ein kompetenterer Entwickler dran. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, das erste Spiel in dieser Art, was Avalanche Software macht. Deswegen, mal gucken. Die haben bisher noch nicht so eine Art Spiel kreiert, im Gegensatz zu Avalanche Studios. Das wären nämlich Open World Experten. Also aus technischer Sicht vielleicht ein Stück runterschrauben. Ne? Wollte ich nur mal anmerken. Und dann haben wir noch Suicide Squad, Kill the Justice League, das neue Spiel von Rocksteady Games, den ursprünglichen Batman Arkham-Machern. Und ja, hat mich so ein bisschen vom Vibe her erinnert an Guardians of the Galaxy. Und das war eins meiner Lieblingsspiele letztes Jahr. Und wenn sie da eine coole Gruppendynamik hinkriegen mit diesen Charakteren und denen allen irgendwie ein unterschiedliches Gameplay an die Hand geben, das jeden Charakter irgendwie einzigartig macht und auch wichtig, dann habe ich da Bock. Also dann gehe ich da ran mit offenen Armen. Also es ist nicht mein Lieblings-Franchise jetzt, so DC und Suicide Squad. Ich fand den Film aber jetzt ganz cool und doch, das hat meine Aufmerksamkeit verdient. Suicide Squad und mein Rocksteady ist ein großartiger Entwickler. Doch. Okay, und jetzt, bevor wir zu meinen meist gehypten Spielen für dieses Quartal gehen, möchte ich noch mal so ein bisschen ins Blaue pieksen. Das sind jetzt Spiele, die sind nicht für dieses Jahr offiziell angekündigt, noch überhaupt nicht. Aber es gibt so ein, zwei Gerüchte und Hinweise, dementsprechend will ich sie kurz erwähnen. Dragon Age 4 ist schon einige Jahre in Entwicklung, kann durchaus dieses Jahr erscheinen. Ich liebe das Franchise. 1 ist großartig, 2 war ganz gut, 3 war ein Stück besser, aber auch nicht so gut wie 1. Und 4... wenn es ein reines Singleplayer-Abenteuer ist, geil, freue ich mich mega. Dead Space. Ich habe letztes Gerüchte gelesen, das ist für dieses Jahr geplant. Was? Die haben doch erst letztes Jahr gesagt, es ist in der Alpha-Phase oder ist gerade erst angefangen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn, okay, freue ich mich mega. Ich liebe Dead Space, den ersten Teil. Ich kann es mir aber beim besten Willen nicht vorstellen. Und das dritte Spiel von EA bezüglich dieser Gerüchte, Jedi Fallen Order 2, das ist erst letzte Woche aufgekommen. Auch das soll dieses Jahr erscheinen. Das macht für mich auch am meisten Sinn. Der erste Teil ist 3 Jahre her.
das würde vom Entwicklungszyklus passen. Die Charaktere, die Engine, alles steht, das Universum ist ausgemalt. Du musst einfach nur neue Schauplätze und eine neue Story schreiben. Das sollte man in 3 Jahren schaffen. Das ist mein größter Tipp. Wenn Jedi Fallen Order dieses Jahr kommen sollte, dann wird es geil. Also Respawn ist so ein guter Entwickler. Der erste Teil war schon richtig gut. Es fehlte noch so ein Stück, um ganz nach oben zu kommen. Aber wenn wir den Sprung von Titanfall 1 zu Titanfall 2 sehen und wenn sie das ähnlich hinkriegen von Jedi Fallen Order zu Jedi Fallen Order 2, dann haben wir hier wahrscheinlich das Spiel des Jahres vor uns. Also wenn das kommen sollte, Hammer, freue ich mich mega. Und dann haben wir auch noch 2 Xbox-Exclusives, die angeblich für dieses Jahr geplant sind. Ich bezweifle es aber. Zum einen haben wir Avowed, dieser Obsidian-Rollenspiel, Skyrim-Klon wollte ich schon sagen, also ein Skyrim-eskes Open-World-Rollenspiel von Obsidian, ein Fantasy-Rollenspiel, das soll angeblich 2022 kommen, Ende, vielleicht aber auch 2023. Ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn es fertig wäre, dass Microsoft innerhalb von 2 Monaten erst ein Starfield und dann ein relativ ähnliches Spiel, nämlich mit Avowed, was ja nur das gleiche Spiel in einem anderen Setting quasi ist, denke ich mal, dass sie das so nah beieinander veröffentlichen würden. Deswegen, Avowed, ich gehe eher davon aus 2023. Ne, man hat schon genug mit Starfield, deswegen nein. Vor allen Dingen das nächste Spiel, Hellblade 2. Auch hier hätte ich gedacht, beziehungsweise ich habe Gerüchte gehört, dass das Spiel erst 2021 oder 20 richtig in volle Produktion gegangen ist. Aber es wurde halt auch schon 2020 angekündigt, oder 19 sogar. Und man hat jetzt einen Gameplay-Trailer gesehen. Und dementsprechend, vielleicht kommt es tatsächlich Ende des Jahres. Wäre auch ein schöner Kontrast zu Starfield. Ich liebe es, Hellblade 1. Wär ich Day One dabei, vorbestellt, mit allen drum und dran. Ich habe da so aber meine Zweifel, dass es wirklich kommt. Deswegen gehen wir da jetzt noch nicht so groß drauf ein. Gut, und dann haben wir noch meine beiden heißgeliebten Spiele fürs 4. Quartal, auf die ich mega Bock habe. Zum einen Zelda Breath of the Wild 2, wie auch immer es dann heißen wird. Keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich auf der E3 irgendwann im Sommer erfahren. Der erste Teil ist immer noch das meistgespielte Switch-Spiel bisher, was ich gezockt habe. Ich fand es super. Mehr vom Gleichen gibt es hier mit einem kleinen Twist. Das Ganze scheint jetzt so ein bisschen in die Lüfte zu gehen, wenn ich das richtig so vom Trailer entnommen habe. Es wird bestimmt ein großartiges Spiel mit super vielen neuen Fähigkeiten und super viel Spaß. Ich glaube aber nicht, dass es den ersten Teil toppen wird, weil dieser erste Teil halt immer diesen Wow-Effekt hatte mit der Open World. Hier hast du einfach nur mehr vom Gleichen. Ich habe trotzdem mega Bock drauf. Ich erwarte jetzt aber nicht dieses Meisterwerk, wie es beim ersten Teil war. Aber ey, das soll jetzt gar nicht den Hype schmälern. Es wird trotzdem das größte Nintendo-Spiel des Jahres. Obwohl, ob sich da nicht Pokémon doch mehr verkaufen wird? Wahrscheinlich schon, ne? Egal, es wird ein Kandidat fürs Spiel des Jahres wahrscheinlich und es wird geil. Aber das Spiel, auf das ich mich im 4. Quartal am meisten freue, so blöd es klingt, ist A Plague Tale Requiem. Ein Sequel zu einem der besten Spiele 2019, ein richtig schönes Action-Adventure, bei dem ihr mit Amicia und Hugo durch ein französisches Mittelaltergebiet wandern müsst, um der Pest in Form von einem Rattenschwarm entkommt. Ihr rätselt und kämpft euch durch eine tolle, inszenierte Spielwelt und ich liebe den ersten Teil und ich gehe davon aus, dass der zweite Teil ähnlich gut wird und ich hoffe, dass es dieses Franchise über die Kante kippt, zu einem richtig großen Franchise wird, dass man nächstes Mal, wenn dieser Entwickler ein Spiel auf den Markt bringt, dass die Leute dann sagen, boah, das neue Spiel von denen, geil! Ich hoffe, dass dieses Spiel den nächsten Schritt einleiten wird und dass es diese Serie und dieses Studio in den Mainstream-Bereich reinbringen kann. Und Leute, ihr seht, ich bin vollkommen erschöpft. Ich habe jetzt über 1 Stunde gesabbelt. Und ich habe hier auch noch Spiele, die ich nicht genannt habe. Das liegt aber daran, dass ich davon ausgehe, dass sie 2022 nicht erscheinen werden. Wie Black Myth Wukong, das Knights of the Old Republic Remake, Spider-Man 2, Wolverine, Fable, Elder Scrolls 6 oder Perfect Dark. Leute, erwartet diese Spiele nicht dieses Jahr. Gehe ich einfach nicht von aus. Wir haben dieses Jahr nämlich ein ziemlich enges, also vollgepacktes Jahr. Wir haben nämlich die ganzen Spiele, die 2020 nicht erschienen sind, drücken jetzt mit in 2021. Und 2021 waren ja von den ganzen Publishern auch schon Spiele geplant. Ne? Entweder pusht man die jetzt noch weiter zurück, was Sinn macht, oder du hast halt einen riesigen Klumpen auf einmal. Das kann ja keiner spielen. Dementsprechend
denke ich mal, dass viele Spiele auch noch weiter nach hinten geplant werden, die dieses Jahr eigentlich kommen sollten. Das war's. Ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt's Pickups. Wir sehen uns. Tschüss.